Normalerweise heißt es ja, ihr sollt euch warm anziehen, aber in dem Fall solltet ihr euch kalt anziehen, denn in diesem Video geht's um die gute Jade und die ist verdammt hot. Ich freue mich wieder, euch begrüßen zu dürfen, denn ich habe wieder die Ehre und darf euch den neuesten Charakter Jade oder Jade, wie auch immer man sie aussprechen mag, vorstellen, und zwar in Honkai Star Rail. Sie ist ein Charakter, den ich eigentlich unbedingt haben wollte, egal was sie kann. Und mal gucken, ob ich sie kriege. Ich hatte bei Firefly leider nicht so viel Glück, aber ich werde bei Jade trotzdem all meine Jade in Jade stecken und hoffe, dass ich sie irgendwie kriegen kann. Aber darum soll es hier eigentlich gar nicht gehen, denn in diesem Video werde ich euch einfach mal Jade vorstellen. Wir werden einmal in Pure Fiction reingehen, wo sie auch am stärksten performt. Und ich werde euch die ganzen Skills zeigen, wie sie denn funktioniert, was ihre Stärken sein werden. Und wir gucken uns am Ende auch ganz kurz mein Bild an, welches ich hier nutze. Plus ihren Lightcone. Wie immer die Info, dass ich bis zum Release von diesem Charakter, also von Jade, noch einiges ändern kann, falls irgendwelche Anpassungen angemacht werden oder so. Und das Wasserzeichen in der Mitte, dieses leicht sichtbare MW94, muss ich machen, damit man nachverfolgen kann, woher mein Content oder woher der Content kommt, falls dieser in anderen Videos auftaucht. Also würde ich auch sagen, gehen wir schon direkt mal rein ins Game und schauen uns ihre Skills an, denn bei dem Anblick komme ich noch ins Schwitzen. Und Alter. Also, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, aber ja, wenn ich. Ist mein Geschmack. Ist auf jeden Fall mein Geschmack. Und ja, gucken wir mal, wie es in-game aussieht. So, ich habe jetzt einfach ein random Team genommen für die erste Hälfte. Die zweite Hälfte passt nämlich besser zu dem Team, welches wir spielen werden, mit Jade, Himiko, Robin und Fu Xuan. Warum wir das so spielen, werdet ihr sicherlich gleich merken. Und ja, ich mache jetzt einfach mal ganz kurz die Technik und wir lesen uns gleich alles einmal durch. Und an der Stelle wollte ich auch nochmal anmerken, für mich ist das, ich habe jetzt ganz kurz einmal alles durchgelesen, ich habe sie automatisch ausgerüstet und für mich ist das auch ein Ersteindruck. Also so viel schon mal dazu. Mir ist gerade aufgefallen, dass wir auch keinen Zaun anhaben. Das haben wir jetzt mal verändert. So sieht das Ganze hier einmal aus, wenn wir in-game sind. Ja, die Jade hat da auf jeden Fall einen Stab in der Hand. Wir lesen uns erstmal ihre Skills durch, damit wir das Ganze auch verstehen. So, beginnen wir mal mit dem Standardangriff. Der ist eigentlich ziemlich simpel erklärt. Und zwar fügt sie einfach an anvisierten Gegnern Quantumschaden zu. Und zwar, um genau zu sein, an drei Zielen, welches 90% in Höhe von Jades Angriff zufügt. Und hier steht sogar angrenzende Gegner, die kriegen ein bisschen weniger Schaden. Also der Anvisierte in der Mitte kriegt 90% von ihrem Angriff Schaden und die angrenzenden nur 30%. Die Fähigkeit ist ziemlich interessant. Und das zeigt uns auch, dass Jade ein Skillpunkt positiver Charakter sein wird, denn die muss man nur alle drei Runden benutzen. Aber wir schauen mal rein. Lässt einen Verbündeten zum Schuldentreiber werden und erhöht seine Geschwindigkeit für drei Runden um 30 Punkte. Das heißt, wir können einen Verbündeten auswählen, das werde ich euch gleich zeigen. Und das hält dann für drei Runden und für drei Runden machen wir dann nur Standardangriffe. Nachdem der Schuldentreiber angegriffen hat, fügt er allen getroffenen Gegnern zusätzlichen Quantumschaden zu, in Höhe von 25% von Jades Angriff und verbraucht 2% seiner maximalen Lebenspunkte. Wenn die aktuellen Lebenspunkte nicht ausreichen, werden sie auf einen reduziert, also jemanden umbringen damit kann man nicht. Wenn Jade zur Schuldentreiberin wird, kann sie den Effekt der Geschwindigkeitserhöhung nicht erhalten und ihre Angriffe verbrauchen keine LP. Wenn auf dem Feld ein Schuldeneintreiber existiert, kann Jade ihre Fertigkeit nicht einsetzen. Zu Beginn jeder ihrer Runde wird die Dauer des Status Schuldeneintreiber um einen verringert. Also kurz gesagt, wir können es auf uns selbst machen oder auf jemanden anderen, was natürlich mehr Sinn machen würde, weil wir die Geschwindigkeit dann auch für drei Runden um 30 Punkte erhöhen, was auf uns selbst nämlich nicht zutreffen kann. Wir können die Fertigkeit nur alle drei Runden verwenden, das heißt, nutze ich sie in meinem Team auf Himiko, kann ich sie nicht in der nächsten Runde darauf folgend noch auf Robin machen, sondern die drei Runden bei Himiko müssen erst ablaufen. Wir können ja mal ganz kurz gucken, wie das aussieht. Wir fangen mal mit der E an und geben sie Himiko. Zack. Das war dann schon mal, ich sag mal, diesen Vertrag, den wir abgeschlossen haben. Und wir gucken mal weiter. Auf jeden Fall haben wir jetzt quasi Himiko dadurch gebufft. Und wenn Himiko angreift, verursachen wir Quantumschaden. Als nächstes gucken wir uns mal ihr Talent an. Und das ist auch so das Wichtigste, das Herzstück von der lieben Jade. Nachdem Jade oder ein Verbündeter als Schuldentreiber angegriffen hat, erhält Jade für jeden getroffenen Gegner einen Punkt Aufladung. Die Aufladungen werden jetzt erklärt. Wenn die Aufladung 8 Punkte erreichen, werden 8 Punkte Aufladung verbraucht, um einmal einen Folgeangriff auszuführen, der allen Gegnern Quantumschaden in Höhe von 120% von Jades Angriff zufügt. Durch diesen Folgeangriff wird keine Aufladung erhalten.
Wenn Jade einen Folgeangriff ihres Talents startet, erhält sie 5 Stapelungen Verpfändung, wobei jede Stapelung ihre kritischen Schaden um 2,4% erhöht. Dieser Effekt ist bis zu 50 Mal stapelbar. Das heißt, wenn wir Folgeangriffe machen, kriegen wir automatisch Stapelungen, welche uns kritischen Schaden geben, was ziemlich gut ist. Der Folgeangriffschaden ist auch durch den zusätzlichen 120% Buff somit das Herzstück von Jade und macht am meisten Schaden. Dafür brauchen wir 8 Aufladungspunkte und die kriegen wir unter anderem, das wird wahrscheinlich hier beschrieben, wenn Gegner den Kampf betreten, erhält Jade eine Stapelung Verpfändung. Also immer wenn wir eine Welle besiegen und neue Gegner kommen, bekommen wir eine Stapelung. Und noch zu Beginn der Runde eines Verbündeten, welcher Schuldeneintreiber enthält, bekommt Jade nochmal zusätzlich 3 Stapelungen Verpfändung. Das ist das für mehr kritischen Schaden. Eine weitere Passive steht ja auch noch, die ist ziemlich simpel. Und zwar zu Kampfbeginn wird Jades Aktion um 50% vorgezogen, was gut ist, weil wir dann direkt zu Kampfbeginn jemanden die Fähigkeit geben können und so der Verbündete schon mal den Status Schuldeneintreiber hat. Und noch eine weitere Bonusfähigkeit gibt uns für jede Stapelung, Verpfändung, die Jade hat, zusätzlichen Angriff und zwar erhöht sich dieser um 0,5%. Das heißt, kurz gesagt, wenn wir Folgeangriffe machen, kriegen wir Stapelungen, Verpfändungen, die wir machen wollen und wir bekommen auch noch Aufladungen, die wir bekommen, wenn sie angreifen oder wenn der Charakter, den wir mit Schuldeneintreiber markiert haben, angreift. Und das ist basierend davon, je nachdem, wie viele Gegner er selbst angreift. Das wird gleich im Gameplay wahrscheinlich nochmal einfacher zu erklären sein. Schauen wir uns noch kurz die Ultimate an und die ist ziemlich simpel. Und zwar fügt die allen Gegnern Quantumschaden zu in Höhe von 240% von Jades Angriff. Und zusätzlich werden unsere Folgeangriffe für die nächsten 2 Runden verstärkt mit einem Multiplikator von 80%. Das heißt, beim ersten Folgeangriff 80%, beim zweiten Angriff sind es dann schon 160%. Klang jetzt alles vielleicht ein bisschen kompliziert, aber vertraut mir. Wenn ich euch das jetzt hier einmal bildlich zeige, ist das ziemlich simpel. Wir machen mal erstmal hier einen Angriff. Und zwar von Robin, da buffen wir einmal Himiko und auch unsere Jade. Und jetzt haben wir Himiko. Wir haben ja vorhin den Schuldeneintreiber-Buff, also die Fertigkeit von Jade auf Himiko gegeben. Das heißt, wenn Himiko jetzt Gegner angreift, dann seht ihr unten links, wir haben 0 von 8 Stapelungen bei Jade. Wenn wir jetzt einen Gegner treffen, bekommt Jade eine Stapelung. Wenn wir jetzt aber mehrere Gegner treffen, wie zum Beispiel hier 3, dann bekommt Jade 3 Stapelungen. Wir testen das mal, so müsste es zumindest sein. Zack, 3 Stapelungen. Und wenn wir die 8 Aufladungen erhalten haben, dann kommt ein Folgeangriff von Jade. Wir gucken mal, ob wir dazu kommen. So, wir bringen mal noch ein bisschen Stimmung hier rein, damit es noch ein bisschen romantischer wird. Ja, bei mir ist gerade aufgefallen, dass wir ein komplettes Waifu-Squad haben. Und ja, so spielt es sich doch schon viel besser. Ich weiß, einige von euch können es nicht mehr hören. Ich liebe es nach wie vor. Und jetzt sind wir zum Beispiel wieder mit Jade dran. Wir sehen, die Fertigkeit können wir nicht nutzen, die ist durchgestrichen. Deswegen müssen wir jetzt 3 Gegner angreifen mit unserem Standardangriff. Und dadurch sollten wir auch unsere Ultimate ready kriegen. Und wir sollten 3 Aufladungen kriegen, also wären wir dann bei 6 von 8. Wir gucken mal. Zack, 6 von 8. Wir setzen jetzt noch die Ultimate ein. Die bewirkt, dass unsere Folgeangriffe danach mächtiger werden. Wir machen so auch Schaden. Und wir kriegen auch Aufladung, weil wir jetzt 5 Gegner treffen. Das heißt, wir dürften bei 6 plus 5, 11 von 8 sein, richtig? Richtig. Und hier sehen wir jetzt schon mal was Cooles. Es hat nur ein Gegner leider überlebt. Ja, jetzt kommen erstmal die ganzen Folgeangriffe. Es hat leider nur ein Gegner überlebt. Ansonsten hätten wir den Folgeangriff auf alle getroffen. Ich habe jetzt auch nicht geguckt, wie krass der Schaden war. Aber so funktioniert DJ zum Beispiel. Wie ihr gesehen habt, haben wir auch jetzt schon direkt wieder 4 von 8 Stapelungen. Weil wir können über 8 hinausgehen. Also wenn wir zum Beispiel 7 von 8 Stapelungen haben oder Aufladungen und wir dann anschließend 5 Aufladungen kriegen sollten, dann können wir über die 8 hinaus und alles weitere wird dann für den nächsten Folgeangriff gestartet. Und wir sehen auch hier unten schon, wir gehen einmal kurz zu Jade rein. So hier, wir haben übrigens 20 Aufladungen Verpfändung und zwar erhöht ja jede Stapelung den kritischen Schaden um 2,4% und der Angriff wird um 0,5% erhöht. Für jede Stapelung Verpfändung, die wir kriegen. Und ihr merkt also schon, umso länger Kämpfe gehen, desto mehr davon kriegen wir auch. Und die Ultimate gibt uns halt für 2 Runden jetzt noch einen verstärkten Folgeangriff. Wir werden jetzt also mit Himiko einmal die Fertigkeit machen. Dadurch sind wir auch schon wieder bei 7 von 8 Aufladungen bei Jade. Wir gucken mal, was es ausmacht. Jetzt wäre natürlich cool, wenn wir auch voll wären. Wir setzen deswegen mal die Ultimate ein. Und danach dürften wir, weil wir jetzt 5 Aufladungen kriegen, Jades Folgeangriff ausführen können. Leider wahrscheinlich wieder nicht auf 5 Gegner. Aber wir gucken mal. Ja, jetzt spawnen alle nach. Jetzt kommt der Folgeangriff.
Wir schauen mal, aber nur auf 3. Klatsch, klatsch. 92.000 Schaden durch einen Folgeangriff, was ziemlich nice ist. Das ist auch so der Hauptschaden, also ihr Talent, welches wir halt immer stapeln, stapeln. Es kommt der nächste aufladende Angriff. Was, was, was? Okay, das waren nochmal 102.000 Schaden. Und so funktioniert ihr Kit. Also dadurch, dass sie ein Gelehrsamkeitscharakter ist, wollen wir natürlich so viele Gegner wie möglich haben. Na, also gegen einzelne Bosse, was ja eigentlich in diesem Spiel fast gar nicht mehr vorkommt, wäre das jetzt nicht so praktisch. Aber für Pure Fiction, merkt ihr schon, ist Jade auf jeden Fall ein solider Charakter. Und was auch wichtig ist, dass man definitiv auch einen Charakter mit ihr kombiniert, welcher selber vom Pfad der Gelehrsamkeit ist oder zumindest jemand, der viele Gegner angreifen kann. Weil die Aufladungen kommen halt nur zustande, wenn der Charakter, den wir den Vertrag unterschrieben haben quasi, den Schuldentreiber-Bonus gegeben haben, viele Gegner angreift. So, während die Robin fleißig weiter singt, machen wir mal ganz kurz die Ultimate von Himiko. Danach kriegen wir wieder 5 Aufladungen und anschließend macht dann Jade wieder ihren Folgeangriff. Boom. Zack. Wir sind inzwischen bei 3 Gegnern 82.000 Schaden. Und ihr seht auch schon, wir haben inzwischen 50 Stapelungen. Und ich weiß nicht, ob das das Maximum ist. Ich glaube, das war das Maximum, was wir jetzt erreicht haben. Und jetzt können wir nochmal mit Hilfe der Ultimate nochmal zusätzlich den Schaden der nächsten 2 Folgeangriffe buffen. Und so, meine Damen und Herren, wird die gute Jade gespielt. Und so kann man ihr maximales Potenzial rausholen. Zack, 191.000 Schaden durch Folgeangriffe. Weil es beim letzten Mal erwähnt worden ist, und das ist super berechtigt, möchte ich es auch nochmal ganz kurz ansprechen. Denn beim letzten Mal hat man mich darauf hingewiesen, bei Firefly hätte ich nicht erwähnt oder habe ich nicht erwähnt, dass wir noch zusätzliche Buffs kriegen. Beziehungsweise der Bohreffekt gebufft worden ist. Deswegen Fireflys Schaden so ein bisschen, in dem aktuellen Memory of Chaos verfälscht war. Dabei ist mir das gar nicht aufgefallen. Also hier habe ich jetzt nochmal spezifisch nachgeschaut. Folgeangriffe werden nicht vom Schaden gebufft. Das Einzige, was passiert, ist diese zusätzlichen Matrix-Angriffe. Die laden wir schneller auf, indem wir viele Folgeangriffe machen. Aber der Folgeangriffe, beziehungsweise der Folgeangriffschaden direkt, wird dadurch nicht gebufft. Nur nochmal als kleine Anmerkung. Wir sammeln weiter Stapelungen. Und eigentlich, ja, ist das ein Charakter, wo man ruhig mal auf Autoplay laufen lassen kann. Und der Rest erledigt sich von selbst, ne? Hier, der Vertrag wird verlängert. Himiko, du bist gefangen. Und ich sage immer Vertrag dazu, weil das sieht so aus, ne? Auch wenn das irgendwie ein Schuldentreiber Bonusgedöns ist. Wahrscheinlich habe ich alles schon wieder in diesem Video 1000-mal falsch ausgesprochen. Ihr wisst aber, was ich meine. Und ihr mögt es so. Zack, 182.000 Schaden. Wir bleiben permanent jetzt nur noch bei den 50 Stapelungen. Und der Schaden ist inzwischen maximiert. Also, man muss Jade so ein bisschen aufbauen und sobald sie ihre Stapelung hat und ihre Buffs kriegt, ihre Ultimate ready hat, zack, wird es immer stärker, stärker. Rotschu mit der Peitsche gegen den Hirsch seinen Kopf und es ist einfach, ja Leute, es macht Spaß. Es ist irgendwie witzig, total witzig. Ich kann mir zwar vorstellen, dass viele das nicht benötigen, falls ihr eine Hertha, eine Himiko habt. Es gibt so viele Charaktere, mit denen man Pure Fiction gut lösen kann. Aber falls ihr diese Charaktere noch nicht besitzt, dann macht Jade euer Leben auf jeden Fall deutlich einfacher, würde ich so behaupten. Ja, jetzt könnt ihr eure Konters machen. Wow, Robin hat aufgehört zu singen. Warum? Klappt's auf Autoplay? Ich hoffe doch sehr. Zack, und rutsch. Ich feiere die Peitsche jetzt schon, total. Vielleicht hätten wir noch einen weiteren DPS mitnehmen sollen. In Pure Fiction anstatt Fushuan. Ich weiß nicht, ob das Sustain halten würde, aber ich denke, es hätte vielleicht ausreichen können. Und Horchu, 103.000. Immer wieder und immer wieder schaffen wir das. Sieht aber gut aus. Es sieht aber gut aus. Macht euch ruhig eure Konter fertig. Das sollte kein Problem sein. Himiko dürft jetzt wieder 3 Gegner angreifen. Zack, dann die Ult. Trifft 5 Gegner. Und darauf kommt wieder Jades Aufladungsfolgeangriff und Hortschu. Boom. 90.000 Damage. Das war die Matrix nochmal zusätzlichen Schaden. Robin fängt wieder an zu singen. Wir sind zwar ultra in Gefahr, aber Robin sorgt für gute Stimmung. Wir haben einen neuen Vertrag mit Himiko wieder gemacht. Es ist alles ein Selbstläufer. Wir haben es nicht ganz geschafft, aber wir haben die maximale Anzahl Punkte erreicht.
Und das, obwohl ich im ersten eigentlich gar nichts gemacht habe. Da war irgendwie ein random Team, ich glaube, da habe ich Firefly genommen. Die haben da nur 25.000 Punkte erreicht. Aber 35 hier. Hätten wir selbst gespielt, würde es vielleicht ein bisschen besser aussehen. Oder wenn wir ein geeignetes Bild hätten. Und dazu kommen wir jetzt auch noch. Denn ich habe wirklich nur Auto-Play gemacht. Und wir hatten auch nicht ihr Signature Light Cone, was natürlich wieder am besten wäre. Sondern ich habe mich für diese Free-to-Play-Alternative entschieden. Und zwar von Herthas Shop. Ich mache das immer gerne. Ihr merkt das wahrscheinlich in diesen Videos. Ich will nicht C6 und irgendwas machen, weil das die meisten eh nicht erreichen. Es wird vielleicht nice zu sehen, aber nicht jeder kann sich einen Lightcone pullen, sondern geht dann auf Free-to-Play-Alternativen und deswegen versuche ich auch immer, da die beste Option zu zeigen. Wir gucken uns aber mal ihr Lightcone an. Dieser würde die kritische Trefferrate des Trägers um 16% erhöhen und liegt der kritische Schaden des Trägers im Kampf über 120%, wird für jede weitere 0 Punkte der Folgeangriffsschaden des Trägers um 12% erhöht. Dieser Effekt ist bis zu 4 Mal stapelbar. Zu Beginn des Kampfes und nachdem der Träger einen Standardangriff ausgeführt hat, ignorieren seine Ultimates und Folgeangriffe für 2 Runden 20% der Verteidigung des Ziels. Also wir ignorieren die Verteidigung, wir kriegen mehr kritischen Schaden und der Folgeangriffsschaden wird erhöht. Perfekt für die gute Jade. Ne? Ist auf jeden Fall sicherlich die beste Wahl. Ich werde jedoch, falls ich Jade kriege, diese Free-to-Play-Alternative nehmen. Bei den Relikten zeige ich euch auch gerne, was ich genutzt habe. Ich hatte hier einmal das Quantum-Set. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es das Beste wird. An der Stelle übrigens ein ausführlicher Guide mit den besten Relikten, Stats, Lightcones und so weiter und so fort wird dann folgen, wenn dieser Charakter offiziell erscheint. Möglicherweise auch kurz davor, je nachdem, wie gut ich dabei bin. Auf jeden Fall hatte ich hier, wir gucken mal von vorne, solche Stats, Geschwindigkeit und Angriff, keine Crit-Stats, hier auch keine Crit-Stats, lol. Hier hatte ich Crit-Rate glücklicherweise dabei. Ein bisschen Geschwindigkeit, hier Geschwindigkeit, Crit-Stats. Also, ich habe mich da schon mal so grob schlau gemacht. Und ja, okay, das ist stark. Das ist richtig gut. Aber ja, alles andere ist beschissen. Auch hier Energiewiederherstellungsrate ist niemals das Beste. Aber ich habe jetzt, wie gesagt, eigentlich nur diesen hier gemacht. Empfohlene Ausrüstung und das ist dabei rausgekommen. Also bei Jade definitiv noch viel, viel, viel mehr Potenzial drin. Sie ist bei 191 Geschwindigkeit, 61% Crit Rate und 82% kritischen Schaden. Und das geht noch viel höher, ja. Das war jetzt ein bisschen einfach nur, um normales Gameplay zu zeigen. Ich wollte jetzt nicht wieder mit 500.000 Damage flexen. Das werdet ihr dann in meinem Guide sehen. Und ja, sehr geehrte Damen und Herren, das war mein erster Eindruck oder unser erster Eindruck von der lieben Jade. Hier habt ihr mal gesehen, wie sie in einem Team mit Himiko, Robin und Fu Xuan so performen wird. Und ich denke, es wird auch wichtig sein, dass man sie mit einem zweiten DPS kombiniert. Und deswegen habe ich auch Robin genommen, weil Robin dann nochmal zusätzlich mehrere DPS buffen kann. Fu Xuan, dachte ich mir, ist ein guter Sustain-Charakter. Deswegen hatte ich sie mit reingenommen. Und ansonsten hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Schreibt mir mal eure Pläne zu Jade in die Kommentare, ob ihr vorhabt, sie zu pullen oder nicht. Und ich wünsche euch noch das Beste. Tschüssi.